Sprung. Sie wollen den Rap verbieten, aber Mädels finden süß, so wie Nektarin. Giselle, wenn du was biten willst, du MC gewordener Scheidenpilz. Über Pink-Propaganda, schon das Logo burnt, du hast ein Fettler am Arsch, du bist der Homo-Fürst. Freestyle-Battle, ich bin hart am Dissen und du stehst ungläubig da, so wie Atheisten. Features in Halle, oft und gerne ein Lebensziel, wie besoffen sterben. Sie, Messias, nach einem Herzinfarkt lasse der erste Hilfe und leg dir mit Beats im Bypass. Bei alles. Oh, oh, oh. Ich habe Angst, Angst vor dem, was mich in Zukunft erwartet. Zwischen dem Jetzt, ne, und bis ich dann zu Humus im Grab werde. Vor zu großen Erwartungen und das eigene Pläne mit dem kollidieren, was andere in mir eigentlich sehen. Angst davor, mir wichtige Menschen auf diese Art zu enttäuschen und noch mehr enttäuscht zu werden von mehr wichtigen Leuten. Denn auch Beziehungen unterliegen dem Wandel der Zeit. Doch was soll man machen, wenn sich langsam dann zeigt und man begreift, dass sich bei den eigenen Freunden Präferenzen ändern. Mit Laufen oder als Einzelkämpfer endet ein begrenztes Denken, nicht mit einer Rolle versiegt. Die Schatten entstehen lässt, wo eben doch die Sonne noch schien. Wirst du von Fremden in ein zu enges Korsett gedrängt. Zombie leichter lenken lässt als ein echter Mensch. Du musst erkennen, wie viel deiner Träume du dich entfernt hast. Du hast ins Wasser geworfen, ohne dass du schwimmen gelernt hast. Gib mir ein Megafon und ich schreie es in die Welt hinaus. Und jeder Ton, den ihr vernehmt, erzählt von meiner Depression. Und ich schicke sie auf Weltreise, hoffe sie stolpert dabei nicht über Selbstzweifel. Gib mir ein Megafon und ich schreie es in die Welt hinaus. Und jeder Ton, den ihr vernehmt, erzählt von meiner Depression und ich schicke sie auf Weltreise. Hoffe, sie stolpert dabei nicht über Selbstzweifel. Ich sehe Leute kommen und gehen, manche hätten bleiben sollen und dafür rollten Tränen, andere sollten besser gehen. Mann, ich wollte besser stehen, verlor aber mein Standbein. Nicht nur durch den Brandfall bekam ich zuletzt Angst. Ich wollte mich selber anleihen, aber Mann, ich fand kein. Geh mir meine innerhafte Wolle aus dem, die mich im stillen Klappen zum Rollkommen nimmt. Die Kontrollfunktion spinnt und ja, es kann sein, dass ich jetzt selber in der Hand habe, wie ich Sachen handhabe. Das ist keine Fangfrage, hab ich eine Landkarte für meinen Lebensweg, auf der steht, dass ich eine Fangfrage bin. Wie ein Schlag als Kind sind manche Dinge, die ich tue. Es gibt viel zu tun, denn ich hinterließ Wunden, die sich nie wieder verschließen lassen, so dass ich Menschen bin, die mich jetzt lieben und jetzt hassen. Gib mir ein Megafon und ich schreie es in die Welt hinaus. Und jeder Ton, den ihr vernehmt, erzählt von meiner Depression. Und ich schicke sie auf Weltreise, hoffe, sie stolpert dabei nicht über Selbstzweifel. Megafon, Megafon, Megafon.